Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Pioneers of Pargonia und unserer schönen Seestadt. Nicht wundern, ich habe, falls ihr eure Kommentare schon hinterlassen habt bei der letzten Folge, das noch nicht schauen können, weil ich das jetzt hier noch vorab produziere. Das heißt auch nochmal der Hinweis, das ist noch eine Vorabversion, das ist noch nicht die völlig finale Early Access Version, aber schon ziemlich nah dran. Wir wollen hier insgesamt weitermachen. Und dafür ist es jetzt mal noch wichtig, wie ist denn unser Wachturm hier bestückt? Oh ja, wir haben hier ein paar schöne Soldaten. Aber wo sind die Banditen hier im Osten? Irgendwo müssten hier auch Banditen sein. Ja, die sind hierher hochgekommen. Ich würde jetzt mal den Fokuspunkt, es kann auch sein, dass wir hier noch ganz viele Banditenlager überall am Rande haben, was es dann nicht so einfach macht. Mit dem Wachturm hier, warte mal, wir haben keine Waldläufer mehr. Wieso haben wir keine Waldläufer mehr? Hier müssten die doch produziert werden. Unendlich viele habe ich in Auftrag gegeben. Wir haben keine Fackeln mehr. Das erklärt doch einiges. Wieso haben wir keine Fackeln mehr? Wir haben doch 12 Fackeln. Oder bin ich hier gerade falsch? Maskierter Dieb hat schon wieder was gestohlen. Lagerbestand. Wir haben keine Laubholzbretter. Warte mal, aber wir haben... Wieso werden die Fackeln... Die sind doch... Hier sind 12 Fackeln gelagert. Wieso werden die Fackeln... Wartet auf Material. Wieso werden diese Fackeln eigentlich nicht zur Abenteurergilde gebracht? War das aus? Das ist doch auf unendlich, oder? Unendlich bitte Waldläufer produzieren, weil leichte Rüstungen haben wir 10. Es fehlen hier nur die Fackeln. Wo lauft ihr denn eigentlich herum? Die Träger? Ich weiß es nicht so richtig. Was ich übrigens nie gebaut habe, Schande über mein Haupt, ist so ein Bauarbeiterlager, oder? Und ein Militärcamp habe ich auch nicht gebaut. Aber die... Wohnen die nicht einfach im Wachturm? Weiß ich gar nicht, ob das so notwendig ist. Bauarbeiterlager. Wir haben aber keinen Stoff auch mehr. Stoff, genau. Das ist ein Problem. Wo haben wir... Ja, Stoff. Das ganze Problem mit dem Flachs habe ich auch noch nicht gelöst, muss ich leider gestehen. Ich habe ja hier mal ein Farm... Ich habe hier einfach mal Flachs eingestellt, aber... Ich glaube nicht, dass die das... Verdorrt das hier? Kürbisse verrottet? Ha. Noch nicht erntbereit. Okay. Aber hier das mit dem Flachs funktioniert leider immer noch nicht. Und das ist ja durchaus noch im Radius. Also das wollen die eben nicht machen. Das kann jetzt sein, dass das was super Einfaches und Offensichtliches ist. Und ihr habt es bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Aber ich habe da noch keine Lösung gefunden. Die Frage ist, wollen wir es nochmal probieren? Ah, warte mal, wir können doch jetzt auch mal eine Nahrungsproduktion langsam, eine Brotproduktion starten. Ich würde jetzt... Ich überlege gerade. Ich baue jetzt hier nochmal ein Getreidefeld. Tatsächlich. Vielleicht sogar ein bisschen so in die hin. So. So ist, glaube ich, ganz gut. Dann machen wir es mal hier mit einem Getreidefeld. Ach, ich hält. Da ist die Lösung. Oh, das habe ich in der Demo sogar schon herausgefunden. Ich habe es vergessen, Freunde. Es tut mir leid. Die Getreidefarm kümmert sich auch um Flachs und um Weizen eben. Und um Mais. Na, schau an. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt einfach noch ganz viele Felder. Dann habe ich das Problem von selbst gelöst. Ich bin mir nicht sicher, ob wir einen eigenen Brunnen bräuchten. Ah, hier unten habe ich jetzt zu wenig Platz gelassen. Das war jetzt nicht so intelligent. So, jetzt machen wir mal hier schön viele Felder bitte außenrum. Hier passt keins mehr hin, okay. So. Hier noch eins hin. Ich glaube nämlich, sonst produzieren die hier nicht genügend... Wobei, die haben hier 16 Wasser. Eigentlich müsste doch ein Brunnen für beide reichen, oder? Also... Felder. Ansonsten könnte ich ja hier vielleicht noch Platz lassen für einen Brunnen. Ich werde jetzt einfach mal hier noch ein paar. So. So. Wenn das jetzt mal nicht genügend Felder sind, dann haben wir nämlich auch endlich diese Flachsproduktion. Und die Weberei kann dann natürlich auch endlich aus dem Flachs
Seile und Stoffe herstellen. Die Weberei wartet ja auch schon die ganze Zeit darauf. Gut, das Problem habe ich also gefunden und gelöst. Ihr seid wahrscheinlich alle verzweifelt, es tut mir mega leid. So, Zement, wieso produzieren wir eigentlich immer noch keinen Zement oder haben wir einfach zu wenig davon? Das ist doch hier in der Steinmühle, oder? Kalk, genau, es fehlt immer noch Kalkstein, aber der Steinbruch sollte doch Produkte, ja. Der hat schon 16 Kalkstein. Waren Ausgangslager voll. Vermutlich, weil ich kein Lager hier habe, wo das Ganze mehr hin kann. So, das heißt, wir machen mal... Das ist, glaube ich, ein akzeptabler Weg. Wir machen jetzt mal hier Stein, und zwar nur Kalkstein. So, schauen wir mal, ob das was bringt. Und dann planen wir aber trotzdem schon mal die Windmühle. Und ich würde die gerne hier so oben haben, auf diesem Hügel. Das ist, sieht so schön aus. Kriegen wir das hier... Ich baue es jetzt mal... Na, so ist, glaube ich, schöner. So. Sag mir bitte, dass das mit dem Weg funktioniert. Ja. Machen wir es schief? Machen wir es nicht schief? Wir machen es mal nicht schief. So. Also, hier wird die Windmühle oben auf diesem Hügel erbaut in Zukunft. Und dann brauchen wir natürlich noch die Bäckerei. Die braucht auf jeden Fall wieder extra Wasser. Wir haben auch mittlerweile leider... Uiuiuiui. Platztechnisch wird es ein bisschen knifflig hier. Wir könnten hier oben noch die Bäckerei bauen. Oder ich baue sie hier unten. Dann muss natürlich von der... ist die Frage, wo ist der Weg kürzer? So rum. Und dann wieder so zu runter. Ich meine, wir brauchen das Brot hier auch beim Proviantmacher. Den könnten wir hier unten noch hinsetzen vielleicht. Dann würde ich jetzt mal die Bäckerei noch hier hinbauen. Und dass ich ihn nicht vergesse, den Proviantmacher noch hier hin. Weil der braucht dann Fleisch. Den kann er sich vom Markt holen. Und Brot, das kann er direkt aus der Bäckerei quasi holen. Das ist, glaube ich, eine grundsätzlich sehr gute Idee. Hier sollten mal irgendwann Waldprodukte kommen. Hier können wir auf jeden Fall alles fleischtechnisch sagen. Hier haben wir von mir aus noch Gemüse. Hier ist auch nochmal Fleisch. So, hier. Genau, hier ist Wald. Von mir aus, dann machen wir halt zweimal jetzt fürs erste Gemüse. Und anstatt Wald machen wir jetzt hier erstmal noch Getreide. Und dann baue ich noch einen Marktstand. Und da kommt dann der Wald hin. So. Perfekt. So, und das Problem ist jetzt, wir brauchen tatsächlich diese Rationen, glaube ich, sonst können die Kundschafter nicht mehr weiter auf Erkundung gehen, oder? Hier warten jetzt schon unsere Soldaten, aber wissen halt nicht, wo die Banditen sind. Und mit den Waldläufern kann ich gerade auch nicht weiter voranschreiten, weil ich halt auch keine Waldläufer habe, weil das irgendwie immer noch nicht funktioniert. Die kriegen die Fackeln einfach nicht. Brauche ich vielleicht... Warte mal. Ich habe auch nur 23 Träger. Wieso habe ich nur 23 Träger? Weil die Träger schon andere Berufe erfüllen? Ich habe, glaube ich, eine zu geringe Bevölkerung. Könnte das sein, dass das einfach mein Hauptproblem ist, dass ich einfach mal mehr Häuser bauen muss? Ich glaube, dass das ein großes Hauptproblem ist. Die brauchen halt dann Genussmahlzeiten. Oh, hier ist langsam der Platz aber echt ein bisschen eng. Ich glaube, wir müssen dann hier noch ein paar kleine Häuser reinbauen. So, wir bauen mal jetzt hier ein paar große Häuser. Und hier noch ein paar schöne kleine Häuser. So. Ja, ein bisschen Platz will ich auch noch lassen. Einverstanden. Schauen wir mal, ob der Brunnen ausreichend wird, auch für die Getreidefarm. Das wird sich dann zeigen. Ich hoffe, dass die das jetzt sehr ausgewogen machen. Warte mal, das ist doch jetzt hier... Wieso wurden jetzt hier Kürbissprossen gepflanzt? Von der Getreidefarm? Das... Ja, weil wahrscheinlich die Gemüsefarm da fleißig noch dran arbeitet. Hier machen wir mal Weizen draus, Freunde. Weizen. 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 Flachs. 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 Hier nochmal ein bisschen Weizen. Hier ein bisschen Weizen. Hier ein bisschen Weizen. Was haben wir hier schon jeweils? Da haben wir doch schon Sachen. Ist das jetzt schon Mais? Das sieht mir nach Mais aus. Das darf auch Mais bleiben von mir aus.
Ah, hier ist Weizen gepflanzt. Okay, dann haben wir hier noch Mais von mir aus. Hier haben wir extra viel Weizen. Weizen. Mais. Hinten bitte dann auch noch Mais. Ja. Okay, haben wir halt mal nicht so viel Mais, aber mal gucken, ob das reichen wird. Wie gesagt, hier, das lohnt sich auch alles irgendwie nicht, weil wir scheinbar nicht genügend Lagerflächen haben oder nicht genügend Marktstände. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber wir bauen jetzt halt hier noch alles. Wir haben jetzt ein großes Bauprogramm gestartet. Es fehlen halt einfach teilweise noch Stoffe. Aber nachdem wir jetzt den Flachs ja endlich bald hoffentlich hinbekommen werden hier, sollten wir auch dann endlich die Stoffe erhalten. Oh, die Rüstungsschmiede. Die Rüstungsschmiede. Was fehlt uns denn? Kohle und Eisenbahn. Ja, welch Wunder. Bekomme ich denn jetzt eigentlich die Eisenbahn hier oben kostenlos geschenkt? Sollte ja eigentlich der Fall sein, oder? Handel im Gange. Handelsposten, Handelslager. Ah ja, schaut mal, hier im Handelslager sind auch schon Eisenbahnen. Die sollten natürlich mal noch woanders hin transportiert werden. Dementsprechend macht auf jeden Fall hier noch ein Lager Sinn, wo wir Eisenbarren bitte lagern. Wobei, hier habe ich doch die Schmelzhütte. Ah ne, die, ja gut, die muss ja, die braucht ja keine Eisenbarren. Die Eisenbarren brauchen wir jetzt hier gleich im Süden. Genau. Deswegen bauen wir das noch. Vielleicht sogar fast ein zweites Lager. Auch mit Eisenbarren. Weil wir da, glaube ich, recht viele bekommen werden noch. Schaut mal, hier haben wir jetzt noch recht viel Platz und wir können hier noch uns in den Norden weiter hochentwickeln. Dann Wachturm. Nicht den Entdeckerposten, Wachturm. Bitte Einnahmen. Bitte hier das Land weiter einnehmen. Das ist jetzt eure Aufgabe, Freunde. So. Ja, und hier sind diese anderen Geister. Und ich warte nur darauf, bis diese Werwölfe kommen. Dann wird es richtig gefährlich. Wenn diese Werwölfe kommen hier im Westen und uns anfangen zu beißen und wir haben noch keine Elite-Soldaten quasi, dann wird es sehr wild werden. So, uns fehlen auch mal wieder die Eisenschwerter in enorm... Wieso haben wir so wenig Eisenschwerter? Waffenschmiede. Kohle haben wir mal wieder, aber es fehlt an Eisenbarren. Wahrscheinlich einfach, weil wir zu wenig Träger haben. Oder... Kein Personal anwesend. Ja, uns fehlt insgesamt einfach Bevölkerung. Aber deswegen hoffe ich jetzt, dass diese Nahrungsoffensive uns auch was bringen wird insgesamt. Nächstes Neugeborene. 1 von 5. Okay. Okay, okay, okay. Bewohner. Es werden halt auch gerade nur 23 Bewohner angezeigt. Einwohner verfügbar für Aufgaben. Verfügbarer Platz in Wohnhäusern, haben wir jetzt mal ein bisschen mehr Bevölkerung. Bewohnerbevölkerung. Wieso kann ich mir noch den Rest nicht anzeigen? Das wird, glaube ich, das kommt, glaube ich, noch. Neugeborene pro Minute, durchschnittliche Qualität von Genussmassern. Ich glaube, das ist jetzt so ein Platzhalter. Ich glaube, der wird noch kommen. Glaube ich. Das ist noch geplant. Wir haben übrigens 13% der Insel bisher eingenommen. 13%, also... Ich glaube, das Gefühl... Hier ist noch voll viel Land nicht entdeckt. Schaut mal, ich glaube, dieses ganze Gebiet hier, da ist noch richtig viel Land auf dieser Insel nicht entdeckt. Einfach, weil wir halt eingeschlossen sind. Einfach, weil wir hier eingeschlossen sind von den neutralen Dörfern und halt von diesen Feinden überall, wurde da unsere Ausbreitung extrem eingeschränkt. Und wir haben tatsächlich hier keine Leute mehr, die im Forsthaus arbeiten. Gildenhaus. Arbeiter von Gebäuden bestellt. So, Schaufel. Ich würde mal sagen, Schaufel und Axt. Wir haben noch einen Hammer und wir haben noch... Wir haben aber Schaufeln. Wo sind unsere? Wir müssen mal ein bisschen mehr selbst machen. Also, Äxte sollten kommen. Und Schaufeln ja theoretisch auch noch mehr. Hämmer... Brauche ich aktuell erstmal wieder keine, würde ich sagen. Aber mal so ein paar Äxte. Finde ich gut. Und wir brauchen auch, glaube ich, dringend. Wichtiger als dann Schaufeln. Sind noch die anderen Sachen hier. Messer. Ja gut, ein Messer brauchen wir aber theoretisch auch.
Das ist nicht so einfach mit nur einer Werkzeugschmiede, aber auch das kostet ja wieder, wie ihr seht. Wobei die Werkzeugschmiede braucht kein Eisen? Das wundert mich gerade, aber das, nee, Laubholzbretter und Kohle. Es fehlt an Laubholzbrettern. Warte mal, aber wieso? Verwendet die aktivierten Metalle um die Herstellung von Werkzeugen. Ah, warte mal, wir können das hier noch... Ach, wartet mal, wir können das umstellen. Ah, einen Moment. Verwendet die... Können wir das bitte irgendwie... Eisen? Nee. Eisen, Kupfer. Okay. Schauen wir mal, ob jetzt das Eisen auch verwendet werden kann. Die Banditen machen hier mal wieder Ärger. Ja, unsere Soldaten chillen da oben. Ah, hier ist das Banditenlager. Aber ich kann leider gerade nicht angreifen, weil ich das noch nicht entdeckt habe. Das ist ärgerlich. Werden hier unten schon wieder irgendwelche Banditen herumlaufen? Wie sieht es denn hier aus? Na, da haben wir erst drei Soldaten, leider. Geht mal hier runter, bitte. Das sind ein paar Banditen. Vielleicht können unsere drei Soldaten schon irgendwas richten. So, hier leben leider kaum neue Leute. Aber ein paar schon. Es hat sich schon gelohnt, glaube ich, trotzdem diese Häuser zu bauen. Ich hoffe, dass das Bevölkerungswachstum steigen wird. Das ist jetzt alles ein bisschen stagnierend. Wir brauchen halt Genussmahlzeiten. Genussmahlzeiten werden gebaut. Ja, Träger haben wir auch. Es kommen hier aus dem Westen auch schon wieder Banditen. Woher kommen denn die jetzt schon wieder? Ah, Elite. Jetzt haben wir natürlich auch Elite-Banditen hier. Natürlich haben wir Elite-Banditen auch schon hier. Eieiei. Jetzt lief es doch zuletzt mal relativ gut. Okay, komm, dann muss ich jetzt meine Armee einmal hier zurückholen. Das kann ja nicht wahr sein. Dass die in unser Dorf einfallen, werden die Soldaten... Ach, schau mal, die Handelsträger kommen hier mit unseren Eisenbarren. Sehr schön. Es kann ja nicht sein, dass die Soldaten da oben unterwegs sind. Sind aber auch nur noch zwei Stück, oder was? Sag bloß, da sind auch schon wieder so viele gestorben. Drei Stück haben wir. Uiuiuiui. Da haben wir leider wieder einige Soldaten verloren zuletzt. Und die Banditen marschieren durch unsere Siedlung durch. Das glaubt man nicht. Bauwesen. Bewohner. Ich glaube, mit Bewohner sind trotzdem die Träger gemeint. Bauwesen, Handwerker, Handelnde und Militär. Am Militär sind wir ein bisschen sehr schlecht aufgestellt. Muss man sagen. Zimmerer, Baustellenträger, Planierer, das muss ich eigentlich alles gar nicht wissen. So, hier wird noch die Bäckerei auch gebaut. Hier wird halt schon fleißig was gestohlen. Oh nein, unser Holzschild! Nicht unsere Holzschilde! Diese Schlingel! Ich werde nochmal 5 normale Soldaten rekrutieren, weil wir haben noch Bronzeschwerter. Ja, doch. Aber wir brauchen mehr Eisenschwerter. Jetzt wird das schon wieder nix. Beschleunigen wir das mal ein bisschen. Aha, hier haben wir unsere Soldaten mal wieder ein bisschen die Gegner bekämpft. So, hier auch. Jawohl, dann können sie wenigstens nichts Finales stehlen. Das ist doch schon mal gut. Ja, das machen sie gut. Fortgeschrittene Soldaten gegen Banditen, das funktioniert ganz gut. Da bin ich recht zufrieden. Und eben, wir müssten doch jetzt hier auch uns fehlen Stoffe, ne? Genau, aber die Stoffproduktion haben wir denn jetzt mittlerweile schon mal ein bisschen Flachs geerntet, ne? Noch nicht. Ja, jetzt wollte ich gerade ein Flachslager bauen. Haha, bringt mir natürlich nicht viel. Ah, die haben doch jetzt aber schon das erste Flachs im Lager. So, wieso wird jetzt... Achso, weil wir Träger brauchen, die das erst... Hier ist eine Trägerin. Und wir haben halt nur noch 18 Träger. Verfügbarer Platz in Wohnhäusern. Wir haben verfügbaren Platz. Wir bräuchten mehr. Bräuchten mehr Bevölkerung. Hier haben wir auf jeden Fall einen Träger, der hat Wasser gebracht.
Aha, okay, das, der eine Brunnen reicht scheinbar nicht. Doch. 11 Produkte, das müsste reichen. Oh, der Waldläufer. Warte mal, wieso hat sich der Waldläufer so nah daran getraut? Das war natürlich nicht geplant. Bitte sammle dich erstmal hier. Bis ihr mal ein paar mehr Waldläufe wieder habt. Oh, hier unten sind wieder Banditen. Kommt, kommt Soldaten. Soldaten Pagonias, kommt. Kümmert euch um diese Banditen, bitte. Ja, hier unten habe ich eh auch keine Waldläufer. So, hier, die Banditen haben sie wieder niedergemacht. Hervorragend. Dann kommt man wieder hier hoch. Also unsere Handelsträger. Die liefern uns sehr viele... Alter, 47 Eisenbahnen. Wenn da die Banditen angreifen... Laubholzstämme sind hier gelagert. Ja, unsere Lager sind teilweise sehr voll. Wieso wird eigentlich dieser Kalkstein nicht abgebaut? Da hinten ist Kalkstein. Und wir haben einen Steinbruch. Und ich habe ein Kalksteinlager. Dann mache ich jetzt aus diesem Kalksteinlager ein Eisenbarrenlager. Dann kann vielleicht das, die Eisenbarren mal von dem Handelsposten weggebracht werden. Und zu unseren wichtigen Schmelzhütten. Wobei ja theoretisch auch schon hier diese Schmelzhütte davon präventiert. Ah, ne, nicht zu den Schmelzhütten, sondern zu den Endverarbeitungseinheiten. Weil wir haben genügend Produkte. Wir brauchen mehr Träger. Warte mal. Konnten wir nicht sogar Träger rekrutieren? Fällt mir gerade ein. Baustellenträger, Handelsträger, Zimmerer und Planierer. Ne, das ist ja genau das, was mir nicht fehlt. Baustellenträger. Ich brauche einfach ganz klassische Träger. Das sind ja. Da brauche ich ja nichts Besonderes quasi. Ich brauche einfach mehr Bewohner. Ich habe quasi meinen... Also alle starten ja als Träger. Und... Ui! Was macht denn jetzt der Schemen hier? Durch unser Land ziehend. Das ist frech. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und je mehr wir von diesen normalen Bauträgern zu Berufen machen, indem wir halt Gebäude bauen... Desto weniger Träger habe ich ja zur Verfügung. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Angelegenheit. Jetzt habe ich schon wieder einen Träger weniger, weil ich halt einen Soldaten wahrscheinlich rekrutiert habe. Das heißt, ich habe vielleicht doch ein paar unnütze Berufe etabliert. Und wir haben auch teilweise viel zu viel Steine und alles. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht einfach mal einen Steinbruch einstellen. Wir müssen ja nicht gleich abreißen. Ich deaktiviere den. Dass wir wieder mehr Träger haben. Hier wurde schon wieder was gestohlen. Wie wär's? Wenn ihr hier runterkommt. Die Soldaten mal. Genau, die Banditen hier bekämpft. Hier hinten ist irgendwo noch... Wo läuft denn? Der läuft auch dahinter irgendwo. Verdammt, aber da komme ich... Komme ich nicht ganz hinterher. Meine Soldaten sind aber auch recht schnell, tatsächlich. Ja, aber ich komme da nicht... Das ist leider nicht erkundet. Und ohne Rationen, soweit ich das gesehen habe, macht der Entdecker ja nichts, ne? Wo sind denn die Entdecker eigentlich? Nee. Die warten auf Rationen, ja, genau. Und Rationen... Für Rationen brauchen wir... Ach, warte mal, ich kann... Ich brauche nicht unbedingt Brot... Wildschweinfleisch reicht auch schon. Oder Hasenfleisch. Ah, das ist doch fantastisch. Es fehlt aber Feuerholz. Wieso haben wir kein Feuerholz? Hier haben wir auf jeden Fall Feuerholz. Das ist wieder wahrscheinlich so ein Trägerproblem, dass das da hingebracht werden müsste. Okay. Ja, die großen Herausforderungen. Oh, die Banditen. Ja, die Banditen haben wir jetzt aber gerade abgewehrt. Ja, das waren die zwei Lager, die wir zerstört hatten. Ah, jetzt sind aber schon wieder hier unten Banditen. Kommt hier runter. Wenige Soldaten, die noch da sind. So, das Problem ist,
Aktuelle Voraussetzung für Neugeborene, du benötigst eine Gesamtsumme von 5 Genussmahlzeitenqualität in einem Wohnhaus. Sehe ich denn irgendwo die Genussmahlzeitenqualität? Ist das das hier unten? 0 von 5? Dass ich da eine 5 bräuchte, oder? Wobei die Taverne doch... Kein Feuerholz. Der hat auch kein Feuerholz. Das ist ein Problem. Die bekommen alle nicht das, was sie benötigen. Kann ich das mal priorisieren, bitte? Dass die Taverne auf jeden Fall ihr Feuerholz bekommt, bitte. Genau, wir können ja noch mit Prioritäten arbeiten. Das könnte eventuell noch ein paar Probleme lösen. So nämlich. Schauen wir mal, ob wir es dadurch nicht ein bisschen in den Griff bekommen. Wir brauchen dringend jetzt diese Nahrung. Das ist nicht zu unterschätzen, wie dringend diese Nahrung ist. So, aber Freunde, ich würde sagen, das war's mal wieder mit dieser Folge. Langsam aber sicher arbeiten wir uns hier weiter vorwärts. Wir müssen jetzt halt dieses Bewohnerproblem in den Griff bekommen, aber ich hoffe, dass das mit den Aktionen, die ich jetzt gemacht habe, einigermaßen verfügbar ist. Ich würde sagen, die Rüstungsschmiede werde ich auch erstmal pausieren, dass wir hier mehr Träger haben. Die bringt mir gerade nicht sehr viel. Der Entdeckerposten hier unten bringt mir nicht so viel. Der Entdeckerposten hier bringt mir auch nicht so viel. Das heißt, ich will dadurch wieder ein paar Träger schaffen. Das sind, glaube ich, ein paar sinnvolle und gute Aktionen, die wir ausführen sollten. Gut. Freunde, dann war es das mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Unsere Siedlung gedeiht trotzdem. Ist auch ordentlich gewachsen. Es gibt jetzt hier auch genügend Wohnhäuser. Das wird auch erstmal längere Zeit halten. Und wir sind auch auf dem Weg, Brot zu produzieren. Eine Windmühle wird gebaut und auch die Bäckerei wird gebaut. Es fehlt halt noch an dem Zement, weil die Leute es leider nicht schaffen, den Kalkstein, der ja hier schon abgebaut wurde, weiter, weil das Ausgangslager ist voll, weiter zu produzieren oder weiter zu bringen, weil uns die Träger fehlen. Aber das kriegen wir alles in den Griff. Unsere Träger haben einfach leider aktuell sehr viel zu tun. Vielleicht habt ihr da auch noch ein paar Ideen und Tipps, dann gerne in die Kommentare damit. Dann optimieren wir das beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.